Hallöchen und grüßt euch, liebe aktive Hobbyglitcher. Wir haben was zu zelebrieren. Oh mein Gott, wir haben schon 5000 aktive Glitcher hier auf diesem Kanal vereint. Und das ist eine riesige Sache. Dafür wollte ich euch ein fettes Dankeschön sagen. Und zwar hätte ich damals, wenn ich ehrlich bin, nie gedacht, dass ich überhaupt an die 1000 rankomme. Nein, wirklich nicht. Und dann ging das alles so schnell. Jetzt, nach etwas über 2 Monaten, haben wir die 5000 Abonnenten geknackt am 31.05. Und das Special kommt jetzt leider am 1.6., weil das ist eine kurze Geschichte, aber es hat alles doch länger gedauert als erwartet. Und zwar ist das GTA in Real Life. Und dort sind so kleine Stories, wie sie vielleicht bei Assi-Familien, wie bei Familien im Brennpunkt vorkommen können, mal in GTA-Manier umgeschrieben. Wenn es euch gefällt, könnte das wirklich eine neue Serie werden. Also lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und vielleicht finden wir sogar noch den ein oder anderen neuen Abonnenten dadurch, sodass wir auf die nächsten 5000 zusteuern können, denn dann sind wir endlich fünfstellig. Und das wäre das nächste große Ziel. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert und liked dieses Video. Das würde mich auf alle Fälle riesig freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der vielleicht neuen Serie. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jan. Jeder Morgen beginnt gleich im Leben von dem kleinen Joel Hector Pascal, dem Zweiten, der übrigens erst 3 Jahre alt ist, aber aussieht wie 35. Immer um 5 weckt ihn sein Vater mit den Worten: So, mein Junge, aufstehen, Fünfe, es ist wieder soweit. Jeden Morgen, verbittert und müde, folgt der kleine Joel Hector Pascal der Zweite seinem Papi, der übrigens Joel Hector Pascal der Erste heißt. Und er hat ihm etwas zu sagen. So, mein Junge, hör mal her, deine Mutter hat dir was zu sagen. Ja, was hast du mir denn zu sagen, Mutter? Naja, mein Junge, dein guter weißer Stoff fehlt, den du jeden Morgen so gerne auf dein Nutella-Brot schmierst. Das heißt wohl, ich soll ihn wiederholen. Richtig, mein Sohn. Mach dich mal auf den Weg. Aber es ist doch 5.28 Uhr. Ja, aber du weißt, die Läden schließen. Also schnell in die Garage, mein Junge. Ja, die Läden schließen tatsächlich in Los Santos schon um 6 Uhr. Es heißt, der Junge muss sich beeilen. Und da stellt er sich auch schon die erste Frage. Ihr habt gehört, ich muss mich beeilen. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, mit welchem Auto ich am schnellsten zu dem Händler kommen kann? Richtig, mit dem Centorno. Vielen Dank. Nachdem Joel Hector Pascal der Zweite nun sein Auto gefunden hat, machte er sich entschlossen und noch müde auf den Weg zu dem netten Händler um die Ecke. Bei dem netten Händler um die Ecke angekommen allerdings, stellt sich die Frage, welche Waffe man im Nahkampf wohl eher benutzen kann, denn so seriös wie diese Gegend auf den ersten Blick scheint, ist sie wohl nicht. Und zwar hat der kleine Joel Hector Pascal der Zweite seine Shotgun zur Auswahl für den Nahkampf, die Granate oder das Snipergewehr. Könnt ihr ihm helfen? Richtig! Die Shotgun ist am besten! Vielen Dank, meine Freunde! Begleitet mich doch zu dem Geschäft! Ich sehe schon Lampen, aber... Hallo? Bin ich hier richtig beim Herrn Meier? Ja, mein Junge, hier bist du richtig, wenn du das gute, weiße Zeug möchtest, von dem die ganze Stadt schon spricht. Ja, ganz genau. Meine Mami hat mir gesagt, dass der Stoff sehr gut sein soll und der gut für mich ist. Hey, fuck you, Junge. Das ist nichts für kleine Kinder. Geh lieber weg, die Bullen sind schon da. Komm, meine Freunde, wir müssen weg. Was muss ich jetzt machen? Renn, mein Junge. Okay, Hilfe, steig in das Auto ein. Und kommen die Polizisten. Oh nein, der kleine Joel Hector Pascal der Zweite starb genau um 6 Uhr in der Früh am 31.05.2014, als er den Stoff, den seine Mutter doch so dringend haben wollte, nicht bekam. Der Händler ist anscheinend doch nicht so seriös gewesen, wie alle zuvor dachten. Deshalb lautet die Moral der Geschichte: Traue dem netten Herrn Meier um die Ecke nicht. Ja, was dachtet ihr denn? 1, 2, 3, 4.